Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Jack von Jack in the Game und willkommen zurück zu Minecraft. Wie der Beast, Infinity Wolfed, Expertenmodus. So, wir haben weiter aufgehört haben und ich habe schon mal einen Boden hier schon mal aufgerissen für euch und die Decke erweitert. Wir werden mal ganz schnell den Boden austauschen hier. Und uns danach überlegen, was weiter der Plan ist. Denn Strom muss gemacht werden, aber es muss noch langsam mal hier draußen aufgeräumt werden. Es muss so viel gemacht werden, dass ehrlich gesagt schon ein bisschen kurios ist. Außerdem gehen mir also die Bäume aus. Das heißt, wir knallen hier auf jeden Fall Redstone rauf und werden außerdem nebenbei mal ganz fix die Werkzeuge reparieren. Wir gucken, wo ich gerade den Flint habe und dann ganze Redstone. Dann geht's auch schon los hier. Nicht das. Halt mal. So. Tool Station. Blindhead erstmal kurz reparieren, das schöne Teil. Dann schmeißen wir all den Rest erstmal rauf. Ich meine, klar ist eine Verschwendung Redstone. Aber wir brauchen das gerade ganz schön. Und die Smoothie muss auch nochmal repariert werden. Gut, geht, das geht. Gut, erstmal kurz alles wieder auf den Platz, wo es hingehört. Oh. Und der ganze andere schlüttere Dünst hier kann auch erstmal kurz weg. So, halt das Blatt noch da. Was mich interessieren würde, war das goldene Lasso. Golden. Jetzt ist dabei von Extra Utilities. Super. Wir brauchen ein Eye of Ender, brauchen wir also ein Blaze Powder. Und das ist, habe ich so gar nicht gerade da. Ist ja kein Problem. Ist ja alles kein Problem. Ich würde erstmal Bäume sammeln gehen. Und dann überlegen, weil wir müssen auf jeden Fall noch anfangen, uns in Richtung Immersive Engineering vorzuarbeiten, sowie Tinker's Construct bräuchten wir mal langsam mal eine Automatisierung, damit wir dann die Schmelze ansetzen können. Und zwar, da brauchen wir halt eine Redstone Clock. Dann geht es auch schon los. Dann brauchen wir nämlich erstmal für den Anfang der Anfänge Forestry. Und zwar die Carpenter-Maschine. Da brauchst du ja eigentlich schon Bronze für. Das ist auf jeden Fall auch noch lustig. Es ist halt alles machbar. Also wir sind jetzt nicht gerade im Bereich des Unmachbaren. Wir spielen hier kein RL Croft oder sowas. Los, wir müssen jetzt nochmal dran werkeln, wie ich schon zu Kopf. So, mal kurz sehen, ist das eine Schlucht hier, oder? Oder nur ein Loch? Das ist eine Schlucht, in der ich sogar schon mal war. Gut, erstmal Flash Home. Mine, noch ein bisschen werkeln da unten. Und während der Zeit kannst du schon mal den schrittweise planen. Mein Plan ist es erstmal zu sorgen, dass wir Forestry anfangen. Das heißt, wir brauchen das Carpenter Tool. Mal gucken. Carpenter. Ja, der Carpenter von Forestry. Da brauchen wir nämlich den Sturdy Case und Bronze Ingots. Alle nur Bronze. Halt. Bronze Gear, wir haben die gemacht. Ugh. Ja, brauchen wir auch noch das, gut.
Was ist ja machbar? Soll ich den Kappner haben? Fangen wir an, das Jetpack zu bauen. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Materialien hier. Am meisten gerade Redstone ist mir aufgefallen, wird noch gebraucht. In Hülle und Fülle. Wir bekommen auf jeden Fall ordentlich unsere Kosten. Und ein bisschen mehr Kohle halt auch noch für Dingens. Für den Coke offen. Ich habe 10 Säpplinge, das ist schon mal gut. Muss dann arbeiten, Dings zu bauen, eine Sawmill von Hörmer. Ob ich das alles machen kann? Ich brauche eigentlich theoretisch auch ein paar mehr Erze halt. Am meisten halt die Grunderze wie Eisen und Kupfer. Theoretisch muss ich dafür eigentlich nur nach oben gehen halt, ne? Aber bei mir ist gerade die Faulheit gerade am Durchsetzen. Das heißt, also ich sammle hier ehrlich gesagt alles andere, was ich gerade nicht brauche. Wobei, Gold eigentlich auch schon. Guck mal hier, also. Zumindest etwas Gutes. Ein bisschen mehr Redstone. In der Richtung kommen wir zu einer. Oh, Diamanten! Das ist schön. Das ist total schnorke. Wir sind gerade mal auf Level 9. Laut Minimap müsste eigentlich ja dann ein großer See sein. Und das ist auch dann Obsidian. Ha! Seht ihr? Obsidian brauchen wir auch noch. Traurig ist halt leider. Dass wir sehr viel Obsidian brauchen und wir noch nicht mal richtig eine schnelle Spitzhacke haben. Dann können wir nämlich nach zum Nether kommen. Bei im Nether können wir Dings sammeln. Maniolin. Beziehungsweise Ardite und Kobalt und das ergibt dann Maniolin. Und das, meine Freunde, ist dann eines der besten Materialien halt und das Konstrukt bevor Draconium. Weil ist Draconic Evolution eigentlich drauf im Pack? Ich glaube schon. Wäre genial, wenn schon. Wollen wir kurz nachgucken. Draconic. Ja, ist es. Nice. Das lässt doch schon mal mein kleines Minecraft-Herz hier ein bisschen höher schlagen. Weil Draconic Evolution ist ein wunderschönes Pack. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Da kannst du gar nichts falsch machen. Obwohl, doch, wenn der Reaktor eigentlich los. Den ich nie gebaut habe, by the way. Aber gut, das ist auf jeden Fall, ne? Das wird auf jeden Fall gut. Der ist sogar, guck mal hier, Lapis. Ich liebe Lapis und sogar Diamanten. Seht ihr, meine These war doch richtig hier. Siehst du, Lapis, siehst du, Diamanten. Super. Gut. Aber ich wollte eigentlich jetzt nur Obsi haben. Oh, die Santa Teresa einer deutschen Marktdame. Überlegen, wie ich da ankomme. Gehen wir mal hier rum. Oh Gott, das ist ja auch viel hier gerade. Bin gerade leicht überwältigt. Wirklich ganz, ganz leicht. Wie viel ist denn hier? Oh mein Gott. Den bekannten Minecraft Herzorgasmus hier. So.
Weil jetzt nur aufpassen halt, ne, dass man nicht runterfällt. Wunderschön. Und jetzt das ganze Diamond-Zeug hier holen. Nice. Dann noch den Redstone hier abholen. Wunderschön. Was haben wir da drüben? Bisschen Eisen, mehr aber auch nicht. Das brennt da oben. Das ist okay, es darf es ruhig sein. Ich habe keinen Platz mehr. Jetzt habe ich wieder Platz hier gerade. So. Gut, Skidowski. Raus, raus, raus. Und wir legen los im Abbauen hier. Wir haben leider kein Ore-Excavation bei, ne? Warte mal ganz kurz. Gucken wir uns nach hier bei den Controls. Cycle Empower, Dark Steel Draconic, Gameplay, Graph Suit, Inventory, IC2, Inventory Tweak, Journey Map Miscellaneous. Ist halt absolut nichts bei. Atomic Tinkerer, Tinker's Construct Tools. Warte mal. Warte mal. Obsidian. Bin gerade am Überlegen. Wir könnten rein theoretisch automatisch ob sie herstellen. Wir brauchen nur eine Wasserquelle. Da brauchen wir den Akkumulator, den Aquatic-Akkumulator. Flick mich hart. Leck mich sowas von hart. Ah. Leck doch jemand mal wirklich, nicht mal wirklich hart. Was ist mit Infinite Water? Nein. Water. Ist nichts dabei. Na gut. Ich mache kurz einen Schnitt hier und würde dann langsam anfangen, ganz gechillt mal das ganze Ding abzubauen. Also, so, und ich bin jetzt zurück vom Schnitt. Ich war jetzt im Nether unterwegs, in der Tiefe unterwegs, hab nochmal halt das Obsidianische gesammelt und auch gerade einen Plan entwickelt, was wir gleich machen werden. Das muss ich mal wieder reinschmeißen. Außer noch ein bisschen falsch. Lapis gesammelt und Redstone, so ein bisschen Yellowrit und Gold und die ganzen anderen Schüttelduns. Plus sogar halt noch Minenstollen, ja, das Stahl gefunden, nein, das nicht dahin. Geht dahin und dann oder dahin. Gut. So, wir sind aber gerade zum kleinen Wendepunkt hier. Und zwar ist mir aufgefallen halt, wir wollen Erze sammeln. Ist auch schon gut. Aber wir brauchen noch eine kleine Sache. Meistens, zumindest für Obsidian halt, müssten wir anfangen, und zumindest auch mal fürs Ausbauen dieser schönen Gegend hier, bräuchten wir noch ein schönes neues Werkzeug. Das Problem ist halt, dass bei Tinker's Construct, nicht das Dancer Table, die Toolstation nicht gerade alles bietet, was wir brauchen. In dem Sinne meine ich, uns fehlt der Hammer. Offen ehrlich ausgedrückt, uns fehlt der Hammer. Was ist der Hammer? Der Hammer ist ein Gegenstand, der ungefähr einen 3x3-Radius abbaut.
Entweder gerade, hoch, runter, also auf X oder auf Y-Basis. Oder auf Z-Basis. So. Schön und gut. Aber um das halt zu bauen, müssen wir die Toolstation umwandeln. Und zwar brauchen wir, muss ich kurz lügen. Willst du mich jetzt flachsen? Also wirklich hart flachsen? Du brauchst Terra? Bruder. Mal ganz kurz. So. Refined Planes. Also ich brauche einen Metal Former. Und ich brauche einen Compressor. Ja, gut. Na, frohe Weihnachten. Das könnte lustig werden. Gut, wir haben ein neues Problem. Wir brauchen diese Plates. Dense Iron Plates. Und das könnte lustig werden eigentlich. Ja, ich muss sagen, warte mal, wir machen mal heute was anderes. Weil, heute was anderes, so gut gesagt. Wir müssten erstmal. Warte mal, ich habe auch mal die Fläche ein bisschen noch hier wieder gerade gemacht und so, ne? Aber das ist ja nicht der Grund, ich vorhab gerade. Komm her, du geiles Stück hier. Na komm! Mystery, du komm her hier. Komm her. Du mit deiner kleinen roten Blume hier. Ey, komm jetzt endlich mal her. Ich krieg gleich einen Anfall bei dir. Beweg dein Knackarsch hierher. Endlich ein Treffer. Komm jetzt her hier. Jetzt her, ich krieg gleich einen richtigen Schreianfall hier. Du Helmut Günther Jakobsen. Komm jetzt her hier. Hast du gedroppt? Ja, eine Enderperle. Geht doch hier. Tot Mist wie du. So, wir brauchen Holz. Den Fußboden fertig machen und danach gucken, dass wir mal in Richtung Immersive Engineering gehen. Sprich, dass wir eine Stromproduktion haben und dann gegebenenfalls uns mal überlegen, dass wir das Feld doch lieber anfangen. Um unter anderem halt auch den Industrial Hemp herzustellen, also den Hanf, zur Herstellung der ganzen anderen Strukturdunstteile. Das ist der Plan jetzt grob gesehen. Was durchziehen werden, ist eine andere Sache. Müssen wir ja auch, wenn wir da vorankommen wollen. Außerdem muss die Schmelze noch verautomatisiert werden. Das haben wir auch noch gleich. Wir haben ja die Teile. Es ist ja nicht so, dass wir nicht die Teile haben. Ja. Teile haben wir dafür. Au. So, guck mal, das ist ein blauer Slime. War ich hier in der Schleiminsel? Nee. Guck mal, der herkommt.
Kurios, kurios, Corono. Ach, guck mal, hier noch jede Menge Holz da drüben. Erledigt. Der ist auch weg. Perfetto. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre eigentlich, ist das eine schöne Wüste zu finden, einfach nur dort drauf zu leben. Also eine Wüste finden, das ist das Gute, Lustige daran. Also auch egal. Ist da hinten noch ein bisschen Sugarcane. Den lasse ich immer den Kürbis. Ist ein Kompass. Na schön. Komm schon. Oh, das ist eine. Schlucht. Nicht Mine, das ist eine Schlucht. Ich möchte doch gar keine Erze die ganze Zeit sammeln. Das wäre auch schon für euch bestimmt langweilig. Na komm schon. Na komm. Dankeschön. Hey. Erstmal. Kräutergarten. So. Slash home home. So, wir machen jetzt mal den Boden hier fertig. Nicht fackeln hier. Dip, dip, dip. Sieht ja schon ein bisschen mehr heimisch aus, ne? Also ich meine, klar, die Wände sind so beschissen wie Sau. Aber so an sich sieht es so ein bisschen angenehm aus. Das sieht so schickimicki aus. So, jetzt brauche ich aber erstmal was anderes. Ich brauche nämlich eine Automatisierung der Schmiede. Außerdem muss ich mal langsam anfangen, auf jeden Fall das Eisen zu schmelzen. Das wäre das Wichtigste hierbei. Schmeißen wir mal ganz kurz alles, was wir gerade nicht brauchen, kurz rein. So, an sich haben wir gerade jetzt, also nicht brauchen hier. Was ich noch brauche? Nee, gut. Guck mal, was ist jetzt nach? Und zwar brauche ich die Redstone Clock. Und die war ja simpel, ja. Ein Redstone Torch, super easy. Und 4 Steine. Also brauche ich bei 2. Also brauche ich 8 mal Stone.
danach geht es auch schon gleich weiter hier. Stick und Redstone Sticks habe ich da. Soll ich lieber normale? Normale Sticks, du. Die finden könnte. Ist auch egal. Ich habe ja noch ganz Holz hier. So. Dann brauche ich. Einen. Nee, zwei Schalter. Dann brauchen wir. Hopper. Okay, brauchen wir zwei Kisten. Und die 10 Eisenbahnen. Ja. 10 Eisenbahnen. Was ist das mal egal mit den 10 Eisenbahnen? Hauptsache der Scheiß ist bei rein. Sehr schön. So. Dann machen wir mal, was wir sonst auch immer machen. Also 35 passen rein. 36 sogar. Mal kurz überlegen. Ich brauche Aluminium Brass und das war die. Oh, wie war nochmal? Das Verhältnis. Das Verhältnis, was wir rauskriegen gerade. Drei Teile Aluminium, zwei, ein Teil Kupfer. 3 zu 1 Kupfer, Alu, Kupfer 3 zu 1. Kupfer, Alu 3 zu 1, Kupfer, Alu 3 zu 1. Kupfer Alu. Kurz mein Handy rausholen. Ich bin gerade irgendwie ganz schön angeschrieben hier. Gut, okay. Mal los mit dem Wetterbericht für heute. Bei uns ist nämlich Regen angesagt. So, erstmal einen Eisenbarren hier schon mal. Oder einen Eisenblock. Das heißt, wir haben schon mal genug für den Hoppers. Dann brauchen wir die Hoppe hier dran. So. Oh, jetzt kommt ein ganz lustiger Teil hierbei. Ehrlich gesagt, nicht der Teil ist, den ich wollte. So. Bitte aufhören, jetzt das Ganze zu gießen. Dankeschön. So, unser lustiger Teil hierbei ist jetzt nämlich, durch die Redstone Clock wird jetzt ein automatisches Signal gesendet, wie normales Redstone Signal.
In dem Sinne hier wird jetzt die ganze Zeit gesagt, ach komm mal rechtlich auf das Fossé, dadurch wird dann die ganze Zeit immer gejossen. Was auch schön und gut ist. Ja, da kriegen wir die ganzen schönen Breastteile aus. Wir haben 15, das heißt, wir können einmal so machen. Ordentlich mal arbeiten lassen hier. Und ich habe halt eine Automatisierung in dem Sinne, dass wir, naja, unsere Waren jetzt machen lassen können, ohne dass wir halt da sind. Müssen wir jetzt rechts klicken, ne? Das ist ein richtig guter Vorteil gerade. So, schalt mal richtig Eisen rein hier. Schön in Ruhe arbeiten. Das lassen wir jetzt schön in Ruhe arbeiten hier. So, dann brauchen wir als nächstes jetzt nämlich den Hemp. Den Fiber Hemp. Hemp Fiber. Industrial Fiber Hemp. Da würde ich sogar ganz dämlich sogar sagen: Industrial Hemp Seeds. Habe ich noch irgendwo Knochen rumliegen? Ne. Nicht so wirklich schade eigentlich. Macht aber so an sich nichts. So, hier muss ich endlich die Quelle, die ich davon aufgestellt hatte. Wunderschön. So, kurz mal Wasser hier aufsetzen. Ist es nur provisorisch? Ich habe ein ganz anderes Design im Kopf gerade. So, da haben wir schon mal in Ruhe wachsen. Wunderschön. So, Bäume nutzen. Der Trick oder der Grund, warum es das so aufgestellt ist bei Arkelcroft, ist jetzt ganz einfach. Das habe ich jetzt automatisch jetzt weiterverbreiten auf die anderen Bereiche und sich auch teils verändern. Aber das mit dem Verändern ist eine andere Sache. Das machen wir in einem anderen Video. Ich sage dir das nur wichtig, dass sich das Teil jetzt weiter ausbreitet hier. Ja. Gut, aber ich will doch jetzt Feierabend machen. Einfach jetzt, um euch. Naja, einen Cliffhanger da zu lassen. Und dann beim nächsten Part wieder von Minecraft zu sagen: Haha, guck, was passiert das in der Zwischenzeit? Und da haben wir noch einen Plan, wie das Layout hier sein wird, ne? Sam, bleibt mal schön geschmeidig. Habt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. So wie ich es sonst eigentlich auch immer sage. Und ansonsten Schule mit Öle. Bye-bye.